Willkommen, willkommen, willkommen. Ein Jahr tausend Wunder. Für die Verwunderten, was denn das ist, kommt da eine Infokarte. Für die anderen, es ist ein Teil 2 eben der giftigsten Wildpflanzen unserer Heimat. Und wer von den giftigsten Wildpflanzen berichten möchte, der muss auch von der Tollkirsche berichten. Die Tollkirsche finde ich relativ häufig bei mir in so Ruderalgebieten, also wo Holz gearbeitet worden ist, wo sie praktisch Natur frisch ansammelt. Also das war früher mal Wald, dann haben sie alles rausgeholzt, weil Esche kaputt war und so weiter. Und dann hat sich da wieder ein junges Gestrauch und so angesiedelt. Und unter anderem war da die Tollkirsche ganz gut vertreten. Ist eine mehrjährige Pflanze, das heißt zwar im Winter sterben die oberirdischen Teile ab, aber im Frühling treibt dann aus der Wurzel wieder eine neue Pflanzengeneration aus. Und je öder das Ganze ist, desto größer kann das da werden. Also das da sind schon echte Prachtexemplare mit 2 Meter. Ihr könnt da auch so halb Meter hohe Stangerl finden zum Teil, wo trotzdem was die Tollkirsche ist. Und das teilt sich eben dieses rote Stängelwehr. Verzweigung beginnt erst weiter oben und in der Regel stehen, wann denn dann schon die Blütezeit war, Blüte, unreife Früchte, und da habe ich es halt jetzt noch nicht, das zeige ich euch daheim mit Fotos, reife Früchte, ziemlich lang, also das kann über 2-3 Monate gehen, immer zeitgleich auf der Staude da umeinander. Das heißt, es blüht immer wieder was nach, es sind dann praktisch dadurch immer unreife Früchte da, aber dann, wenn denn die erste reife Zeit schon da war, auch immer reife Früchte. Sehr typisch. Also ihr werdet Blüten grün und schwarz auf einer Tollkirsche, schwarzen Tollkirsche sehen. Sie ist stark giftig und möglicherweise sogar jene Pflanze, die was zu den meisten Vergiftungsfällen führt, weil erstens gibt es häufig, zweitens schauen die Früchte nicht irgendwie gefährlich aus, ja, und wenn die dann auch noch schön rot sind, stellt sich vor, alles was da jetzt so grüne Kugeln sind, leicht in einem fast schwarzen, saftigen Ton vom Strauch, also das lockt schon an, und sie sind nicht grauslich. Sie schmecken, finde ich, jetzt auch nicht wirklich angenehm gut, aber sie sind auch nicht abstoßend grauslich, also man kann sie da schon vorstellen, wieso wer nicht aufhört zum Essen. Bei Kindern 3 bis 4 Beeren oder Kirschen, beides stimmt wahrscheinlich nicht, also es sind weder richtige Kirschen noch echte Beeren, bei Erwachsenen 10 bis 12 können schon zu wirklich starken Problemen führen, beziehungsweise unbehandelt möglicherweise in den Tod münden. So gesehen muss man da wirklich gut aufpassen. Und das Ganze ist einfach, also beginnt mit Mundtrockenheit, Pupillen werden groß, Erregungszustände, Halluzinationen, was dazu verleitet, schon immer verleitet hat und leider auch manche Ungeschulten auch heute noch verleitet, dass man es als Rauschdroge ausprobiert. Verständlicherweise kann funktionieren, aber wenn man nicht weiß, was man tut, dann kann es auch ziemlich schief gehen. Und deshalb meine Warnung an Rauschwillige, es gibt sicher bessere Rauschmittel mit weniger Nebenwirkungen, die was safer zum Einsetzen sind. Und es geht praktisch aufs Nervensystem, besonders auf jenen Teil, der was unsere Funktionen steuert, die was wir selbst gar nicht in der Hand haben, also Atmung, Herz und solche Sachen. Und wenn das zum Erliegen kommt, könnt ihr euch vorstellen, dass es problematisch ist. Also wenn das Schnaufen aufhört oder das Herz zum Schlagen aufhört, ist es einfach vorbei mit diesem Körpersystem. Und deshalb Finger weg. Natürlich soll jetzt auch noch die reifen Früchte sehen, da habe ich Fotos daheim. Da gehen wir jetzt einfach wie gewohnt nochmal zu mir und dass ihr einfach das gesehen habt. Um mehr geht es ja jetzt in der Reihe nicht, dass man weiß, das gibt's, dass man weiß, wie es ausschaut. Und wenn man mehr herausfinden möchte, dann muss man sich da eh vertiefen. Also schauen wir zu mir. So schaut jetzt bei mir daheim, wie versprochen, dass man eben auch diese reifen Früchte sieht. Da sieht man eben auch das beschrieben typische
dass mehrere Früchte oder Stadien immer wieder dann zeitgleich auf der Pflanze sind, Blüte, unreif, reif. Und die Reifen, das muss man sagen, das schaut ja ziemlich verführerisch aus. Und ja, das sind halt dann keine Einzelerscheinungen, sondern wenn das dann schon langsam durchreift, leichter doch einiges an Verführungen hervor. Und da trotzdem sehen wir wieder Blüten und unreife Früchte zeitgleich. Ja, im Herbst rein findet man dann schon oft ganz vertrocknete Früchte, aber auch noch Alwe. Also das ist schon ziemlich im Herbst rein und trotzdem noch Alwe reifende Früchte. Bin mir sicher, dass man sogar noch Unreifes findet und das waren die Samen von der Tollkirsche. Ihr seht, da ist ein Haufen drinnen eigentlich. Ja, und nochmal, also alles giftig, nicht für den Verzehr geeignet. Da haben wir nochmal alle drei, also alle möglichen Stadien ja, auf Anblüht, Blüte, Unreif, Reif. So, ja, dann schauen wir wieder raus, was uns da noch so reinhupft. Schaut, wenn wir eben von den wirklich giftigen Pflanzen unserer Heimat sprechen, dann müssen wir auch das Maiglöckchen unbedingt erwähnen. Da sind einfach die Blüten wie die Früchte, die sind halt da jetzt noch unreif, die reifen ins Rote und sind dann vielleicht von der Farbe her verführerischer. Früchte und Blüten am giftigsten, aber die ganze Pflanze giftig. Zu Vergiftungen kommt es manchmal eben zur Bärlauchzeit, weil das Maiglöckchen eben unter dem Bärlauch wachsen kann und unvorsichtige Brocker oder ohne Pflanzenkenntnis könnten das entweder für Bärlauch halten, beziehungsweise wenn grob gebrockt wird, auch das mitbrocken. Es kann auch die Säfte kennen, auch Hautreizungen erzeugen, also äußerliche Vergiftungserscheinungen und beim Essen, bei Einnahme, Übelkeit, Durchfall, das Ganze geht aufs Herz, also schon es kann beobachtet werden, selbst bei ein, zwei Früchten, wenn nur eingenommen werden, dass zu Rhythmusstörungen kurzzeitig kommt, also da noch nicht bedrohlich, aber wenn dann mehr eingenommen wird, als erst recht ein hoher Puls und Blutdruck, dann fällt das Ganze ziemlich ab und das kann bis zum Herzstillstand kommen. Also Maiglöckchen ist eben wirklich eine von jenen Pflanzen, die stark problematisch sein können, punkto Vergiftung. Was ich immer wieder interessant finde, die kennen die auch in Gärten angesetzt und dort bilden sie ganz oft voll viel Früchte pro Stand aus. Heraus in der Natur finde ich das eher so vor, dass zwar schon Früchte gebildet werden, aber eher spärlich. Also seht ihr, mehr wie zwei, drei hängt da eigentlich nirgends drauf. Aber es sei erwähnt, das Maiglöckchen, aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, und schaut, dass man beim Maiglöckchen jetzt auch wirklich die reifen Früchte, also da nochmal in der Blütezeit, das sind diese Glöckchen, die duften auch stark, also Maiglöckchen, da dann kommt der Name her. Und wie gesagt, in der Natur draußen finde ich in der Regel Fruchtstände, die was ziemlich mau behangen sind, aber man sieht da, das sind so rote Kugeln. Ja, also ich habe noch nie draußen eins gefunden. In Gärten finde ich das schon, wo praktisch alles behangen ist. Draußen ist es eher so mau. Und reingeschaut habe ich da auch für dieses Video. Also ja, es ist Fruchthülle, ein bisschen Fruchtfleisch und Samen. Und wie gesagt, also da habe ich gewusst, da war ein Bacherl nebenbei, da habe ich dann gleich Händewaschen können, weil ja eben auch diese Säfte reizend sein können. Also wenn man solche Spiele macht, muss man halt zumindest schauen, dass man dann den Gatsch wieder runterbringt, weil sonst hat man möglicherweise verätzte Finger, wie es mir ja einmal beim Aaronstab passiert ist. Also da war es zur Absicht, mal schauen, was passiert auf einer kleinen Stö, aber hat gut funktioniert mit den Verätzungen. Ah, okay, dann schauen wir wieder raus. So, schaut mal, und auch zu den wirklich giftigen Pflanzen bei uns gehört der echte Seidelbast. Mein Problem oder sein Problem ist, dass er heuer keine Früchte ausgebildet hat, weil da würden sonst jetzt eine Menge rote Früchte draufhängen. Aber da hänge ich jetzt dann einfach nachher
paar Fotos an. Also jetzt gehen wir zu mir heim und da haben wir Fotos rein und zeige euch kurz. Aber macht nichts, weil es sind eh alles, es sind auch die Blätter giftig. Es kann auch zu Kontaktallergien kommen, beziehungsweise nicht Kontaktallergien, Verätzungen. Wenn die Säfte länger auf die Haut einwirken, dann sterben die Zellen ab und auch die Rinde ist besonders giftig. Also mitunter jene Pflanze, die was tatsächlich hochproblematisch ist, eben am Anfang, also wenn man isst, die Zunge kann anschwellen, die Mundschleimhäute können anschwellen, Kreislaufkollaps, also wirklich kann lebensbedrohlich enden, eine Vergiftung mit Seidelpast. Ja, da haben wir jetzt nicht die Angst, weil da sind keine Früchte, aber sie konnten schon einladend ausschauen, also von der Farbe her. Ja. Aber da schauen wir sich noch ein paar Fotos an. Aber mir war wichtig, dass ich ihn herzeige. Ja, verdammt mit den Früchten, das, ja, tut mir leid, Entschuldigung. Hurra, Schatz, ich habe meinen Plan B Seidelpast gefunden. Seidelpast, also ich finde schon oft bei mir, aber meistens nur viel kleine Sträucher und das da ist doch ein größerer. Und da kann ich euch jetzt die Früchte zeigen. Also ja, Schatz, das kann ziemlich einladend ausschauen. Ja, und problematisch eben, schon alles erzählt, super giftig, aber nur vielleicht ein paar Zahlen. Die stammen von Wikipedia, ich kann das halt dann nicht überprüfen. Aber 10 bis 12 von diesen Beeren sind für uns Erwachsene schon, können tödlich ausgehen. Und besonders die Samen da drinnen sind giftig. Ich müsste jetzt ein bisschen aufpassen, weil, schaut, da ist jetzt eh nicht viel drin. Ja, ich muss da jetzt das dann, ich habe Wasser mit zum Wegwaschen, weil auch die Säfte können eben die Haut verletzen, und ja, also, aber ja, 10 bis 12 diese Früchte für uns Erwachsene, 4 bis 5 bei Kindern, aber auch Schweine, Rinder und Pferde sind gefährdet von derer Pflanzen. Bei Schweine reichen 3 bis 5 von diese Beeren und das Schwein ist hinüber und bei Pferde steht interessanterweise nichts über die Beeren, sondern über 30 Gramm Rinde, also keine Ahnung, ich bin überhaupt kein Pferdekenner, fressen Pferde wahrscheinlich lieber Rinde wie Beeren, keine Ahnung. Aber ja, jetzt haben wir das auch gesehen, super giftige Pflanzen in unseren Breiten, findet man doch relativ häufig, aber wie ihr gesehen habt, kann es auch sein, dass man Exemplare findet, wo keine Früchte drauf sind. Ja, und die tue jetzt Finger waschen und Hosen waschen, also. So schaut's da, wenn wir schon eben von den giftigsten heimischen Pflanzen, / Bäumen sprechen, muss unbedingt die Eibe erwähnt sein. Da haben wir, schauen wir mal, eine Frau-Eibe. Eiben sind zweihäusig, heißt, gibt Mann- und Frau-Eibe. Und da sehen wir, sind jetzt diese Früchte noch unreif. Die Eibensamen werden dann von einer roten Fruchthülle eingeschlossen werden, oder eingeschlossen sein. Und dies ist sogar essbar. Das ist aber auch das Einzige. Ich zeige euch dann daheim da eh noch Fotos von den Früchten. Lustig habe ich mal in einem Baumarkt gesehen, da haben sie eine fruchtlose Eibe angepriesen gehabt. Das ist halt dann eine Mann-Eibe, da hätte man wahrscheinlich auch Eibe männlich schreiben können, aber das ist mit fruchtloser Eibe beworben worden. Es ist alles giftig, außer eben die Samenhülle, was ich noch herzeige. Jetzt stellt man sich halt die Frage, wie kann man denn dann eine Vergiftung erwischen? Erstens, wenn man die Samen mitschluckt, wenn man diese Hülle isst, das war einmal gefährlich. Und jetzt werdet ihr euch denken, ja, das kommt ja wirklich im Baumarkt gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet in ganz viel Wildkräuter-Videos und so, oder Baumkammer-Essen-Videos hören. Man kann aus Nadelbäumen, aus den Triebspitzen besonders gut Tee machen. Und wenn man sich dann da nicht ein bisschen mit beschäftigt hat, dann wird man möglicherweise durch den Wald rennen und ein Pech haben und dann eine Eibe erwischen und sich denken, super, ich mache mir jetzt einen Tannenwipfeltee und man macht sich einen Eibennadelntee und dann ist man schon dabei. 50 bis 100 Gramm sind beschrieben, beim Menschen können schon tödlich sein, aber auch Pferde, Rinder, Schweine, Hasen reagieren sehr empfindlich.
Und interessant finde ich, bei Pferde muss gar nicht so viel mehr sein, dass es ein Pferd umhaut. Also so gesehen sind wir da stabiler wie Pferde. Das Holz ist giftig, aber im Vergleich zu Nadeln und Samen minder giftig. Aber ja, außer man hält sich für einen Biber, wird man wahrscheinlich als Mensch eh wenig dazu kommen, dass man das Holz der Eibe isst. Und vielleicht auch noch dazu gesagt, die kann sehr vielgestaltig sein, also kommt darauf an, wie alt das schon ist und wo steht. Also ihr werdet ein Mini-Eibchen finden, die was einen halben Meter hoch sind und dann trotzdem schon Früchte tragen. Und das kann nur stattlicher sein wie diese Eibe. Ah, nur dass man weiß, dass das vom wie schaut es denn aus, sehr variabel sein kann. Gut, wir schauen sich nur die Früchte an, dass das anständig gemacht worden ist. Ja, und dann schauen wir, ob noch was fehlt. So schaut's, und wie versprochen, noch ganz kurz die reifen Früchte von der Eibe. Das haben wir gesehen, dieses Stadion. Und da, das, was wir bei unserem Videoexemplar als grünen Rand wahrgenommen haben, das schwillt irgendwann an zu dieser roten Fruchthülle. Und die ist erstens essbar und auch tatsächlich ein Wahnsinn süß. Also lecker weiß ich ja nie, aber süß ist der richtige, also das ist sirupartig fast schon. Also wenn das im Mund, wenn es das mit der Zunge zerdrückt, müsst ihr ausprobieren. Wie gesagt, das ist halt wirklich alles andere giftig. Die Samen, wenn man jetzt mal einen verschluckert, war nicht das Thema. Bei Samen ist es ganz oft so, dass es problematisch werden, wenn sie zerbissen werden. Dennoch, ich würde es jetzt keine Kinder zum Beispiel anbieten aus Nascherei. Das muss man ja nicht unbedingt machen. Okay, da habe ich mich nochmal, da seht ihr, also da sind eben dann die Samen vom Fruchtfleisch befreit. Das bleibt dann über. Und so, Eibenzweigerl. Die Unterscheidung zwischen den Nadelbäumen, das findet man ja auf Pflanzenvielfalt auf der Homepage bei den Bäumen beschrieben, beziehungsweise gibt es ja Videos dazu. Wer sich da interessiert, bitte selber nur schlau machen. Okay, dann hupfen wir da raus. So, schaut's einmal. Und die giftigste Pflanze bei uns in ganz Europa ist der blaue Eisenhut. Ich bin einfach viel zu bald da und blühte im August dann irgendwann, aber das macht nichts. Ich habe daheim Fotos, die schauen wir sich dann einfach daheim am Monitor an, wie wir das eh schon manchmal miteinander gemacht haben. Trotzdem, also eigentlich ist der Zufall, dass ich den da hier unten in diesen, wir sind keine 300 Höhenmeter, gefunden habe, weil eigentlich fühlt er sich in größerer Höhe wohler und ist auch gehäufter zum Finden. Hier zeige ich den aus zwei Gründen. Erstens, eben wenn wir über giftige Pflanzen sprechen, sollte man auch die giftigste dabei haben. Und zweitens, für ungeübte Sucher punkto Wildkräuter, es ist schon vorgekommen, dass Leute geglaubt haben, sie haben da jetzt einen Beifuß gefunden. Also meine Warnung, wenn sich nicht sicher seid mit Sachen, Finger davon lassen. Die Beifußblätter, wenn man sie mal ein bisschen auskennt, es ist eh unmöglich, dass man es verwechselt, weil der Beifuß zum Beispiel fast eine weißliche Unterseite hat. Auch das da glänzt ein bisschen, aber ist, ja, man muss den Beifuß dann einmal gesehen haben. Beziehungsweise manchmal wird auch beschrieben, dass es gibt Storchenschnabelarten, die was ähnlich strukturierte Blätter aufweisen. Das Ganze ist dann problematisch natürlich dann, wenn die Pflanze noch im Aufsteigen ist, also wenn diese lange Stiel noch nicht da ist. Also wenn es euch unsicher seid, ja, aber zeitgleich, ich zeige euch dann daheim auch einfach nochmal Fotos vom Beifuß selbst und dann kann man das auf ewig unterscheiden. Gut, Giftigkeitsgeschichten erzähle ich euch dann, wenn wir vor einem Monitor sitzen, weil dann kann ich mir auf Wikipedia das eventuell noch anschauen, dass wir das genauer da besprechen, weil da ist tatsächlich vielleicht so viel schon erzählt. Der blaue Eisenhut wird schulmedizinisch genutzt und hat so eine geringe therapeutische Breite, das erkläre ich gleich noch, was das ist, dass sogar beim Einsatz von den angedachten Medikamenten zu Vergiftungserscheinungen und Nebenwirkungen kommen kann.
geringe therapeutische Breite und hohe therapeutische Breite, nur kurz erklärt. Zum Beispiel Aspirin hat eine hohe therapeutische Breite. Das bedeutet, es kann nicht schnell was passieren, wenn man zu viel davon einnimmt. Also es kann nicht leicht zu Vergiftungserscheinungen kommen. Und eine geringe therapeutische Breite ist, wo es ganz genau dosiert werden muss, dass es nicht zu unerwünschten Nebeneffekten kommt. Und ja, eben der blaue Eisenhut, auch als Medikament, so schwer zum Einsetzen, dass sogar da zu unerwünschten Nebeneffekten kommt, obwohl es so gut erforscht und designt ist von der Schulmedizin. Okay, schauen wir uns die Fotos daheim an und dann haben wir, ja, ich verabschiede mich daheim bei euch, aber mit dem Giftigsten schließen wir natürlich diese Reihe. Schatz, zufällig doch jetzt beim Downergehen vom Eisenhut auch einen Beifuß gefunden, der was auch noch keine Blüten hat. Und ich werde es zugeben, also auch diese überlaufenen Stängel, das muss ja nicht so schön rot ausgebildet sein beim Beifuß. Das Blattwerk selbst hat aber, da braucht man nicht einmal eine große Fantasie, finde ich, doch eine starke Ähnlichkeit mit dem vom Eisenhut. Nur schaut, wenn man das umdreht, also ist der ja fast schon weiß. Also das ist ein tolles Erkennungsmerkmal vom Beifuß und ist auch ein guter Unterschied zum Ragweed, zum Ragweed heißt auch noch Beifußblättriges Taubenkraut. Ja. Und ja, das kann man sich merken, Beifuß, ganz ein weißliches Hintergrund, eine Rückseite vom Blatt. Beifußblättriges Traubenkraut, so heißt das Ragweed, ja. So, und wir enden unsere giftigste Pflanzentour mit noch ein paar Bildern vom blauen Eisenhut. Wie erwähnt, eigentlich ist das ein Wunder, dass ich ihn da hier unten, wo ich wohne, gefunden habe. Zum Herzagen, den Preis, den was das Ganze gehabt hat, ist, dass er eigentlich verworren und unter andere Pflanzen versteckt wächst und eben seine typische Wuchsform da gar nicht so zur Geltung kommt. Darum helfe ich mir da jetzt bei Wikipedia. Also, aber ja, was ich jetzt praktisch gesehen habt durch meine Videobemühung und auch meine Fotos, dass das, ja, der blaue Eisenhut irgendwie ganz untypisch irgendwo auf einmal Vierer wachsen kann, wo man das gar nicht erwartet und wo man vielleicht sogar dann schwer als blauer Eisenhut identifizieren kann. Weil, wenn man sich die Fotos, und da greife ich jetzt auf Wikipedia zurück, also es sei gleich gesagt, also copyright-mäßig, also bitte Wikipedia, die Hauptwebseiten und da eben die Bilddatenbank dahinter. Wenn ich ein Foto jetzt größer mache, werde ich auch schauen, dass ich ganz kurz die Copyright-Information vorlese oder zumindest drauf filme, für wen das Bild ist. Da sehen wir dieses Eisenhut, also dieses Blütenblatt, was die anderen so überragt. Das schaut aus, oder ja, mit Fantasie, das bildet so einen Helm, also einen Hut von dieser Blüte. Das sind ja echt tolle Aufnahmen und da sieht man, dass das sind lauter freistehende Exemplare, also nicht so wie bei meinem Exemplar, das was irgendwo im Gramuregrün versteckt war. Schauen wir, da gibt's, ja, schaut's, also wie toll, dass das Ganze ausschauen kann, wenn es praktisch freistehend wachsen darf. Also da ist es sehr auffällig und ja, aber ja, vielleicht eh geschickt, dass man wirklich gesehen hat, ein blauer Eisenhut kann auch was sein, das was nicht so schön dasteht und so sortiert, aufspaliert, gut erkennbar ist, kann blauer Eisenhut sein. Ja, es ist eben die giftigste Pflanze bei uns. Fett, fett, fett. Also ist schon schräg, was bei uns alles unterwegs ist. Und ja. Okay, also das ist das Ende von diesen giftigsten Geschichten. Somit auch fast das Ende. Es wird noch ein, zwei Bonustracks geben. Und so, ja, eigentlich, ja, baba, habe ich eh schon gesagt, anständig. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Diese giftigsten Geschichten waren mir noch eine Herzensgeschichte. Darum eben diese Bonustrack-Notwendigkeit. Und ja, pfiat euch, passt auf euch auf, esst nichts, was ihr kennt. Und lasst es euch gut gehen.